Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Heute erzählen wir mal Ulrich, was wir so erlebt haben. Weil er trinkt ja jetzt nur. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... Einen Monat sitze ich hier und keine Spur von dem Verhalten Quecksilber. Das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau. Deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können. Oh. Weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Uschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Okay. Das müsste er sein. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Okay. Wozu brauchst du Quecksilber? Erschließt dich eigentlich von selbst? Ich frage es aber trotzdem. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gäbe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Das Zoll war. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, okay. Das wäre fürs Erste alles. Warte, möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Was bietest du erstmal an? Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja, komm. Junge. Junge. Nimm dir Warenkorb prüfen. Und ich leg dir sogar nochmal eine Schippe drauf, Digi. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Nimm. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke. Tausend Dank. So. Dir geht's besser hoffentlich jetzt. Freskenmaler, ey. Ja gut, der Freskenmaler wäre arm, würde ich gegen ihn spielen. Hier wäre die krassen Würfel, ne? Ja. Dann gehen wir mal zum Klostermeier. Ich bin gespannt, was er sagt. Vielleicht. Ist ja nichts passiert. Ich weiß nicht, wohin das Zeug kommt. Und ja. So ungefähr wird's laufen. Ich sag's dir, ey. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da hinten. Hier ist der Pförtner. Klostermeier ist hier, ne? Jo. Schön, dich zu sehen. Den kennen wir ja jetzt schon. Ich weiß, wer es war. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht so aus. Leszek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Das ist sehr gut. Gott okay. Das heißt,
Pförtner war das jetzt. Ach, ich bin gerade echt doof. Haben wir den nicht gerade noch gesehen? Sprich mit dem Pförtner. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Hä? Bin ich gerade doof? Warte, ich muss hier nochmal fragen. Entschuldigt, ich habe irgendwie Pförtner im Kopf gehabt. Ich hab grad wohl was anderes gedacht. Ich bin auf... Sprich mit... Gut, hab Dank. Auf bald. Hä? Mit ihm? Ach, dem Helfer. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Alles klar. Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich frage. Ich bin im Namen des Freskenmalers hier. Er sagte, du hättest ihn schon dreimal mit leeren Händen weggeschickt. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Es ist nicht... Ich... Ach, Scheiße. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Aha. Dann. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Krass. Nun gut, hab Dank. Also da scheinen wirklich pfiffige Leute dahinter zu sein. Pfiffig ist ein schönes Wort. Wir gucken jetzt mal, wo die ihre Sachen übergeben haben. Und dann fange ich mal an, hier richtig aufzuräumen, Kenneth. Das geht doch mal gar nicht. Warte mal, wo machen wir den Übergabeort denn? Da hinten, C. Ja. Wirst gleich mal sehen, was du davon hast, Diggi. Ich werde jetzt hier richtig durchsputzen. Ich lass mich doch nicht so veräppeln von denen. Dahinter irgendwo ist es doch. Rapota trete ich auch noch in den Hintern. Kannst du mal gucken, was passiert. Also Leute. Weißt, bescheißen die Kinder? Ah, guck mal, da vorne ist doch jemand. Hey Kumpel. Ist auch noch eine Wache dabei. Bandit. Hör mal zu, Kumpel. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Sagt dir der Name Rapota irgendetwas? Rapota, sagst du? Rapota. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Ich untersuche ein Verbrechen im Namen des Königs. Pass auf, du Possenreißer! Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal! Was soll das heißen, Verbrechen gegen den König? Ich halt bloß die Augen offen. Wenn ein Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Werd dafür bezahlt, mehr nicht. Na also, geht doch. Wo steckt Rapota? Weiß nicht, ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben, hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wen. Und wer holt die Ware ab? Wer holt die Waren ab?
Weiß nicht, die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Ihr vergeudet hier echt eure Zeit. Ich sag's euch als Freund. Ihr vergeudet hier eure Zeit. Rapota ist abgehauen und wird sich hier nicht so schnell wieder blicken lassen. Ihr könnt packen und heimgehen. Was? Der Scheißkerl schuldet mir ein Dutzend Groschen. Verdammt, was jetzt? Hier bleiben wir jedenfalls nicht. Danke für die Information. Hätten sonst vielleicht wochenlang hier gesessen. Ja, ciao, Brui. Könnte ich mal abmachen. Jetzt suche ich Rapota. So. Also ich meine, man will ja nicht... Ich meine, okay, gut, wenn die ja nur auf den Wagen aufpassen. Ja, komm, also... Die wissen gar nicht, um was es geht. Das sind so Unbeteiligte. Man muss die ja nicht opfern, in Anführungsstrichen, ne? Das ist ja generell immer so das Problem, das man hat, wenn man nach... Also sagen, wenn man in so Machenschaften verstrickt ist, ist... Also, je weniger Informationen da fließen, desto sicherer läuft die Sache auch. Das ist halt so ein Geheimnis. Also von daher... So läuft's eigentlich. Das ist die beste Methode. Einfach die Leute so wenig wissen lassen wie möglich. Sonst machen die nur Quatsch. Das klingt gleich so negativ. Ist aber wirklich so. Nicht anders. So, Rapota sollte irgendwo in der Stadt sein. Irgendwo jemanden beobachten. Beobachtet der junge Mann da etwa? Bist du zufällig Rapota? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Tja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Quecksilber für die Fälscher kaufst. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Jo. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja. Reden wir nachher mal drüber. Geht so mal gar nicht, Diggi. Ey, Kumpel, hör mal zu. Ich gebe auf. Bist du nun bereit zu reden? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Wer ist dein Herr? Mal. Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Gut, hier noch um mit den Leuten zu sprechen und so, braucht man sogar gar nicht mal mehr, weil wir jetzt alles wissen. Das ist das Schöne, man kann die Quests auf so viele unterschiedliche Arten lösen. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Übel. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht.
Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Ungarischer Adliger. Möchte ich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Ich denke mir immer so, hat er jemanden umgebracht? Nein. Was hat er denn noch gemacht? Das ist jetzt echt die Frage. Ich meine, er hat niemanden umgebracht. Er hat Leute betrogen. Ja, er hat geholfen bei so einem... Er gehört eigentlich in den Kerker. Er gehört nicht getötet. Er gehört in den Kerker, wobei das ja schlimmer ist. Das ist das Töten selbst. Aber ich möchte mir nicht die Hände schmutzig machen, weil ich kann darüber nicht entscheiden. Abhauen lassen. Ich überlege nämlich gerade, ob ich ihn abhauen lasse. Das Problem ist halt, diese Machenschaften sind übel. Und er wird am Ende des Tages eh wieder Quatsch machen. Und auf da, ich verstehe ihn ja irgendwie. Ich meine, für einen Henker zu arbeiten, so als Handlanger und nichts zu bekommen, ist halt so eine Sache. Ne? Da wird man halt schnell kriminell. Aber er hat keinen Grund gehabt, so einem Typen so hart zu helfen. Nein. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Auch wenn das vielleicht schlimmer ist, aber es ist mir lieber, dass er in den Knast kommt. Alles andere macht keinen Sinn gerade. Ich kann nicht über ihn richten. Also, ich finde das, was Heinrich gerade gesagt hat, falsch. Er hätte sagen müssen, ich kann nicht über dich richten, das muss jemand anderes tun. Ich bin kein Richter. Und ja, gehen lassen ist schwierig. Also er hat ja für sehr viel Unruhe gesorgt. Was habe ich denn hier noch als C? Ach, hier oben. Ach so, alleine hin. Nee, ich gehe mit Ulrich, das habe ich ihm versprochen. Auch wenn ich nicht weiß, wer er wirklich ist. Gehen wir zusammen. Ich überlege, ob ich hier... Ja, wobei, der Streitkolben ist besser gegen Briganten. Komm mal zu Ulrich. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeiffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Schon gedacht. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Gehen wir zusammen. Ist besser. Zumal von ihm haben wir ja nichts zu befürchten. Von ihm haben wir ja nichts zu befürchten. Wir haben generell nichts zu befürchten bei dem. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wenn wir jetzt hier einbrechen und gucken, was passiert, dass da... Es doch nochmal interessanter wird. Aber ich würde sagen, wir machen den Einbruch in der nächsten Folge. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.